Straße, die gleich weiter mit der Musik, das heißt Schuld an der Prohibition haben. Und das wollen wir ändern. Das ist einer der Gründe, warum wir dieses Jahr eine neue Strecke gewählt haben, um dem Bundesrat zu zeigen, dass wir es den Ländern nicht mehr länger durchgehen lassen. Ich weiß, die Länder haben viel Interesse daran, ihre Polizisten beschäftigt zu halten. Aber es gibt, weiß Gott, viele, viele Sachen, mit denen sie sich besser beschäftigen können, als harmlose kleine Häftlinge zu ärgern. Im Zweifel ein noch viel politischeres Gebäude ist als die CDU-Zentrale, gibt es jetzt hier auch zwei Profi-Politiker zu hören. Keine Angst, das heißt nicht automatisch, dass sie euch belügen. Es gibt auch noch andere Politiker. Als erstes begrüße ich jetzt einen alten Bekannten von der Anparade. Er hat schon viel mit euch mitgemacht, wurde sogar schon mit Gegenständen beworfen, obwohl er gar nichts dafür konnte, was seine Partei damals gemacht hat. Nehmen wir es ihm nicht übel, er ist ein Grüner. Tibor Harrach, Pharmazeut, Gutachter vor Gericht und aktiver Kopf der Landesarbeitsgemeinschaft Drogen bei Bündnis 90 Die Grünen. Einen dicken Applaus für Tibor, bitte. Vielen Dank, Steffen. Liebe Freundinnen und Freunde, schön, dass ihr dieses Jahr wieder so zahlreich erschienen seid, damit wir hier alle zusammen für die Legalisierung von Hanf demonstrieren können. Nachdem wir in den letzten 15 Jahren das Gefühl hatten, wir würden gegen Windmühlen kämpfen, ist mittlerweile in der weltweiten Hanflandschaft so einiges in Bewegung geraten. In den USA, dem Mutterland der Prohibition, haben einige Staaten, wie zum Beispiel Colorado, es ermöglicht, dass man Hanfprodukte legal erwerben kann. In Spanien, Portugal und Belgien haben sich Cannabiskonsumenten zu Cannabis-Social-Clubs zusammengeschlossen, um gemeinsam für den Eigenverbrauch von Hanf anzubauen. Und in Uruguay hat das Parlament mit absoluter Mehrheit beschlossen, Cannabis zu legalisieren. Damit wird Uruguay das erste Land der Welt sein, in dem Cannabis vollständig legal sein wird. Natürlich die Frage, was passiert eigentlich in Deutschland? Und wie Steffen schon gesagt hat, der Ort, an dem wir hier diese Frage aufwerfen, ist gut gewählt. Denn fast alle drogenpolitischen Entscheidungen, die in Deutschland gefallen werden, die müssen im Bundesrat passieren. Das letzte Mal, dass sich der Bundesrat mit Cannabis beschäftigt hat, das war im Jahr 2011. Damals wurde Cannabis in den Anhängen des Betäubungsmittelgesetzes so umgestuft, dass es Ärzten ermöglicht wird, Fertigarzneimittel auf Basis von Cannabis auf Betäubungsmittelrezept zu verschreiben. Mittlerweile gibt es ein einziges Medikament. Leute, das ist bei weitem nicht ausreichend. Eins steht fest, das Haus hier hinter uns, der Bundesrat, da wird irgendeinmal der finale Akt in der deutschen Hanfpolitik stattfinden. Und das Ungetüm wird sich nennen Betäubungsmittelgesetz, Änderungsgesetz. Und sein Inhalt wird lauten, die vollständige Streichung der Pflanze Hanf aus sämtlichen Anhängen des Betäubungsmittelgesetzes. Aber jetzt in die Niederungen des Jetzt und Heute und Hier. Was passiert zurzeit in der deutschen Hanfpolitik? Eine Sache möchte ich hier lobend erwähnen.
gibt es die Initiative der neuen Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Monika Herrmann heißt sie. Sie kommt von den Grünen, also von meiner Partei. Und sie setzt sich dafür ein, dass am Görlitzer Park und an der Hasenheide Coffeeshops eröffnet werden. Was für Vorteile hätte das? Nur bei einem regulierten Verkauf von Hanfprodukten kann der Jugendschutz eingehalten werden. Kriminalisierte Dealer können sich keinen Personalausweis zeigen lassen. Durch den kontrollierten Anbau von Hanf und lassen sich hochwertige Hanfprodukte mit definierten Wirkstoff und frei von giftigen Streckmitteln verkaufen. Dadurch können gesundheitliche Schäden vermieden werden und reflektierter Konsum ermöglicht werden. Bereits vor dem Erwerb können in solchen Coffeeshops Konsumenten Informationen zu den Wirkungen und Nebenwirkungen der verschiedenen Hanfprodukte erhalten. Durch die Sensibilisierung des Verkaufspersonals für problematischen Cannabiskonsum kann Konsumenten, die beginnen, einen abhängigen, problematischen Konsum zu entwickeln, vielleicht psychisch auffällig werden, sehr frühzeitig Unterstützung und Hilfe angeboten werden. Auch die sollten wir nicht vergessen, denn die sind derzeit die eigentlichen Opfer dieser Drogenpolitik. Mit Cannabis unter geordneten Verhältnissen stattfinden kann, wird der Wildwuchs, wie er zum Beispiel im Görlitzer Park von Anwohnerinitiativen oder den Medien bemängelt wird, ein Stück weit eingedämmt. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass Drogenpolitik kein Allheilmittel für alle Versäumnisse in der Asyl- und Sozialpolitik sein kann. Diejenigen, die skandalisieren, dass Asylbewerber illegale Drogen verticken, die sollen gefälligst erstmal dafür sorgen, dass Asylbewerber hier bei uns legal arbeiten dürfen. Auf jeden Fall wird die Eröffnung von Coffeeshops ein wichtiger Baustein sein, um die Situation in öffentlichen Parkanlagen zu entspannen und eine neue Drogenpolitik voranzubringen. Bei dem nächsten Schritt in die richtige Richtung in der Drogenpolitik seid ihr aber erstmal gefragt. Am 22. September ist Bundestagswahl. Bitte daran denken. Nur mit anderen Mehrheitsverhältnissen im Bundestag lässt sich in der Drogenpolitik wirklich etwas verändern. Die derzeitige Koalition aus CDU, CSU und FDP blockiert jede drogenpolitische Innovation. Auch darum gehört sie abgewählt. Liebe Leute, schaut euch bitte die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien gut an und geht am 22. September bitte wählen. Bündnis 90 Die Grünen setzen sich jedenfalls für die vollständige Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten ein. Wir wollen den legalen Verkauf von Hanfprodukten, zum Beispiel in Coffeeshops, ermöglichen und den Anbau zum Eigenbedarf freigeben. In diesem Sinne möchte ich euch zum Abschluss meiner Rede an das Motto der diesjährigen Hanfparade erinnern. Unsere Wahl, Hanf legal! Danke! Tibor Harrach, Allergie Drogen bei Bündnis 90 Die Grünen hier in Berlin.